Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem Volkspark. Es ist der 31. Spieltag. Ich bin hier vor der Nordtribüne und der HSV empfängt heute den SC Paderborn. Es ist ein wirklich wichtiges Spiel. Es ist vielleicht das wichtigste Spiel der letzten vier Spiele. Es ist das Aufstiegsduell. Paderborn ist Vierter, der HSV ist Dritter. 6 Punkte trennen die beiden Teams. Und wenn der HSV gewinnt, dann ist Paderborn erstmal auf Distanz gehalten. Wenn der HSV verliert, dann wird es doch richtig eng. Ich bin extrem optimistisch. Ich weiß nicht warum. Ich habe Lust auf dieses Spiel. Trotz der 2:3 Niederlage in Magdeburg. Und ich gehe jetzt auf die Nordtribüne und nehme euch mit. Freitagabend gegen Paderborn. Wie optimistisch seid ihr? Sehr optimistisch. Ja? Hast du auch einen Tipp? Oder? Ja, 3-1. Ja. Sehr gut. Und der Saisonendspurt, Relegation, ist deiner Meinung nach gesichert? Relegation ja, aber wir gehen direkt hoch. Wir gehen direkt hoch. Also Heidenheim strauchelt. Ja. Fühl ich. Sehr gut, sehr gut. Bei dir auch so? Schließ mich an. Du schließt dich an? Auch sehr gut. Hamburger Optimismus, gefällt mir. Ja, passiv optimistisch. Wir müssen ja optimistisch bleiben. Ich hoffe, dass heute Heimweg wird. Es wird schwer. Ja. So nach Magdeburg war ich ziemlich enttäuscht, glaube ich, viele andere. Ich lese tatsächlich auch offiziell viel Moin Volkspark. Das freut mich. Mats abgelesen, dich kenne ich auch. Deswegen habe ich gesagt, ich kenne dich auch. Cool. Ja, vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Ich hoffe, wir gewinnen das heute. Wir müssen es auf jeden Fall heute gewinnen. Ich glaube, wenn wir das heute verlieren, kippt auch die Stimmung. Ich glaube, die Stimmung ist schon so ein bisschen kippt nach Magdeburg wieder, weil wir waren alle optimistisch nach dem Derby gegen Pauli. Jatta fehlt, der auch immer gleich der Erste in der Verteidigung ist. Wie können wir den Verlust von Jatta jetzt auffangen in Paderborn? Mit der Mannschaft generell, also geschlossen, Mannschaftsleistung, geschlossen zurückarbeiten, versuchen das nach hinten weg zu verteidigen. Nicht so offen stehen, wenn wir selber Standards haben, eine gute Restverteidigung haben, dass wir da nicht ausgekontert werden. Das sind auch so Baustellen, geschlossen zurückarbeiten, ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Wer wäre dein Wunschgegner in der Relegation? Meine auch. Angenommen, wir kommen jetzt wirklich in die Relegation. Ja. Ich reite gerade hier die Pferdekolonne vorbei. Deswegen warte mal kurz. Angenommen, wir kommen jetzt in die Relegation. Glaubst du, wir schaffen es dieses Mal? Ich habe es tatsächlich nach dem Hinspiel gegen Hertha ja auch gedacht, dass wir schaffen. Ich glaube, viele andere auch. Ich finde es schwierig. Ich finde, Hamburg ist einfach eine Wundertüte. Das bleibt so. Also, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe natürlich, wir schaffen das. Und ich war diese Saison, glaube ich, war die optimistischste Saison meinerseits, zumindest was die zweite Liga angeht. Ich glaube, ich wie bei vielen anderen auch. Ich weiß nicht, ob ich da auch aussehe. Ja, bei mir. Du sprichst mir aus der Seele, ja. Genau, von daher, wenn wir das diese Saison nicht schaffen, ich weiß nicht, wie es irgendwie noch besser werden soll. Also, ja. Ich hoffe, es drückt sich da auf. Ich hoffe also, auf. Wir hoffen es. Genau. Noch ist nichts verloren, wir spielen gegen Paderborn. Richtig. Wenn wir heute gewinnen. Wir hoffen auf die 3 Punkte heute. Genau. Moin, also, Aufstiegsduell gegen FC Paderborn. Wie fühlt ihr euch? Toll. Wir kommen gerade von der Ostsee aus Neustadt. Ah, cool. So, wir sind im Zug gefahren und freuen uns drauf. Das ist ein tolles Spiel. Und endlich mal wieder erste Liga. Ja, also du glaubst an einen Aufstieg? Ja, absolut. Ja. Absolut. Also direkter Aufstieg in der Relegation? Nein, ich glaube, wir schaffen es. Also Heidenheim strauchelt noch. Genau. Sehr gut. Gehst du da mit? Ich bin Optimist und hoffe. Ich sag mal so, es wird Zeit. Ja. Denn nach etlichen Jahren wird es mal wegen Zeit wieder werden. Ja, absolut. Denn ob zweite oder erste Liga, da denke ich es immer voll. Ja. Ich möchte mal meine Freundin grüßen, die ist in Korsika. Ja, ganz liebe Grüße. Ja. Super. Eure Tipps für heute Abend? 1-1. So 2-1 wäre gut, wäre sehr gut. Wir sind ja defensiv sowieso so anfällig in letzter Zeit, also schwer wird es auf jeden Fall. Aber wir haben die Qualität offensiv, dass wir das ausgleichen können, haben wir auch gegen Pauli gesehen. Also wir machen die guten Hinten hilft nur noch beten. Ja, alles klar, Hinten hilft nur beten. Ich bete auch, dass wir den Aufstieg irgendwie schaffen. Schaffen wir es dieses Jahr über die Relegation oder direkt? Aber direkt wird das nicht mehr. Ich glaube zwar nicht, dass Heidenheim alles holt, aber die haben noch die Heimspiele heim, sind sie super stark, schwer zu schlagen. Da haben sie, glaube ich, noch 2 Spiele, das heißt 6 Punkte mindestens. Und das würde bedeuten, wir müssen alles gewinnen, um die noch zu überholen. Vor allem, weil Heidenheim auch ein besseres Torverhältnis hat. Also Relegation können es werden. Relegation ist es. Wunschgegner in Relegation? Meiner wäre Bochum. Ja, wahrscheinlich wäre es wirklich Bochum. Ja. Relegation wird schwer. Ja. Gerade auch erste Liga, wenn man da ein bisschen guckt, die sind im Moment auch alle stark drauf. Wenn ich mir Stuttgart angucke, mit Hönes, seit der da ist, der holt die Punkte. Ja. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns trotzdem und wir hoffen auf ein gutes Spiel.
In einer halben Stunde geht's los. Kittel spielt rechts für Jatta. Finde ich gut. Meffert kehrt zurück, das ist die Hauptsache. Banish und Reis spielen davor. Und im Spiel werden noch kurz unser HSV Damen geehrt, die Regionalligameisterinnen sind. Herzlichen Glückwunsch, wir sind alle stolz auf euch. Macht weiter so. Halbzeit im Wolfsburg, der HSV hat echt schwach angefangen. Die erste halbe Stunde war gar nichts. Man kann von Glück sagen, dass Paderborn nicht getroffen hat. Roy Fernandes hat den HSV wirklich vor Schlimmerem bewahrt, mit ein, zwei guten Paraden. Dann hat sich Glatze gut durchgesetzt, macht das 1:0 aus dem Nichts. Und dann, 4 Minuten später, gleich Dussler mit einem schönen Tor aus, was wieder nicht gut verteidigt war. Also da muss mehr kommen. Der HSV muss in der zweiten Halbzeit zeigen, dass es ein Topspiel ist, um den Aufstieg geht. Und ich hoffe, dass ein, zwei Wechsel passieren. Noch ist das Spiel nicht gelaufen, aber da muss mehr kommen. Also, was für ein Abwehrfehler, aber wir nehmen es mit. 2-1 HSV. Die Riesenchance. Moritz Heyer schießt am leeren Tor vorbei in der Vorlage von Mbappé. Das muss das 3:1 sein. 11 Meter für Paderborn. 2:2. Ausgleich. Paderborn ist in den letzten Minuten besser geworden, aber der HSV war eigentlich stabiler in der zweiten Halbzeit. Das ist so ärgerlich. Fünf Minuten noch, und das Stadion ist nochmal da. Irgendwie jetzt das 3:2 machen, egal wie. Ja, 2:2 geht's aus.
würde schon sagen, für den neutralen Beobachter sicherlich verdient. Ich bin ein bisschen enttäuscht, gerade nach dem 2:1 in der zweiten Halbzeit. Das musst du über die Zeit bringen. Und dann dieser Elfmeter, ich weiß immer noch nicht, wie er zustande kam. Musst du mir vielleicht nochmal angucken. Ja, einfach ärgerlich. Die Fans waren wieder da, haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Gute Stimmung. Aber ja, insgesamt ein eher trister Auftritt, wie auch das Wetter gerade, es nieselt. Ja, jetzt geht es darum, den dritten Platz zu festigen. Immerhin 2:2 gegen Paderborn, ein direkter Konkurrent, der auf Distanz gehalten wird. Aber nächste Woche muss der HSV liefern in Regensburg. Es muss einen Sieg geben. Schlafende Nacht drüber. Das 2:2 nehmen wir mit. In der ersten Halbzeit sah es wirklich nicht danach aus. Paderborn war besser, der HSV war nicht gut und dann in der zweiten Halbzeit. Einfach nur ärgerlich, dass wir es nicht über die Zeit gebracht haben. Also macht's gut und bis bald. Thank you.